Die hohe Kunst der Strategie. Nur die besten Taktiker werden Großmeister. Schach ist auch bei uns in Rheinland-Pfalz ein Thema. 7000 Leute spielen in Vereinen, 75 davon in Gau-Algesheim beim Schachclub. Stolz ist man dort auf diesen Jungen hier, auf Vincent Keimer. Denn der jetzt 18-Jährige begann seine Karriere in Gau-Algesheim und ist mittlerweile der beste Schachspieler Deutschlands und unter den besten 50 der Welt. Jetzt sieht man, er spielt mit so den ganz großen Namen und ist auch so erfolgreich. Jetzt Vize-Weltmeister im Schnellschach und das ist irgendwie was ganz, das kann man eigentlich gar nicht so begreifen, dass er jetzt so gut spielt. Das ist was ganz Verrücktes. Verrückt. Mit diesen Schachfiguren hat der Rheinhesse siegen gelernt und ist jetzt Vize-Weltmeister in der Disziplin Schnellschach. Das war jetzt ein Rapid-Turnier, bei dem es extrem gut für mich lief. Und so wie ich da gespielt habe, war ich sehr zufrieden. Aber dass da jetzt große Schlüsse auf die klassischen Partien und da die Rangliste zu ziehen, würde ich erstmal nicht machen. Sein großartiger Erfolg ist die eine Seite. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Schachsport im Land große Probleme hat. 1000 Mitglieder sind schon abgewandert in Rheinland-Pfalz in den letzten 3 Jahren. In Rheinhessen hat sich die Zahl der Schachvereine in den letzten 20 Jahren halbiert. Gründe: Online-Schach. Vereinsabende durften in der Pandemie teilweise nicht stattfinden oder die Energiekrise. Es ist alles teurer geworden für den Verein, was es lokal angeht. Für die Person, wenn sie über mehrere Kilometer kommen, die Anreise ist teuer. Und im Internet war der Boom so groß, dass die Plattformen, sage ich mal, eine so gute Qualität geliefert haben. Da haben sich dann manche überlegt, ob sie nach einer langen Woche auch, weil das meistens am Wochenende stattfindet, dann nochmal ihre Freizeit opfern und herkommen. Und jetzt kommt wieder das Ehrenmitglied Vincent Keimer ins Spiel. Denn von seinem Erfolg erhofft man sich nicht nur in Gau-Algesheim einen Boom. Wenn er Weltmeister werden würde, also im richtigen Langschach, jetzt nicht im Schnellschach, das könnte noch mal eine richtige Welle bringen, auch durch ein Medienecho. Es wäre doch schön, wenn der junge Vincent Keimer junge Menschen zum Schachspielen animieren könnte, damit sie auch Experten werden in der hohen Kunst der Strategie.